Herzlich willkommen zurück zu Dracula 5, The Blood Legacy. Ellen ist in Tschernobyl immer noch schwanger und gerade dabei, den Turm zu betreten, in dem sich Dracula versteckt hält. Dazu geht's bergab hier über diesen Aufzug. Und da wollen wir mal. Es bringt nichts, das noch aufzuschieben. Okay. Nichts Schlimmes passiert bis jetzt. Ich dachte, jetzt kommt's. Nach der bedrohlichen Musik, aber anscheinend sind wir echt nur ein bisschen... Ja, höher kann ich nicht gucken. Schade eigentlich. Sind wir nur ein bisschen nach unten gefahren und es geht jetzt hier weiter. Mal schauen, was hier so rumliegt. Anscheinend haben wir hier drei Wege. Okay. Lateinische Inschrift. Ja. Jetzt wäre schön, wenn ich Latein könnte. Oh, guck mal. Mehr Inschrift. Gut. Ellen. One of these will lead you to me. The other ones will only lead you to death. Ah, Dracula will mich treffen, aber dafür muss, bevor ich ihn treffen kann, muss ich mich natürlich beweisen. Warum auch immer. Einer dieser Wege ist der richtige. Wir könnten einfach raten, ja. Aber ich glaube, wir müssen das Rätsel lösen, sonst können wir nirgendwo lang gehen. Dann schauen wir uns mal, also die Inschrift hier unten, das sind Wortteile. Ich sehe schon hier Deso. Ja, Deso. Hier wie, Desolation. Oder... Follow the path of desolation. Ah, okay. Folge dem Pfad der Verzweiflung. Wunderschön. Da hatten wir es doch. Da hat Ellen es für mich übersetzt. Folge dem Pfad der Verzweiflung. Dann muss ich... Ja, ich denke, das ist es. Desolation suche ich, oder? Lass mich nochmal gucken. Wie schreibt man das? Ionis. Okay. Desolationis. La? Jetzt will ich... brauche ich ein I eigentlich? Ein I... Ein I... Ich finde kein E. Kein I. Da ist ein I. Das passt mir aber nicht. Warte nochmal. Desolation. Ja, ich weiß, Ellen. Ich weiß. Fangen wir hiermit an. Nes, ich sehe es. Desolatio means despair. Ah, this word ach so. Might hold the key to finding the path leading to Dracula. Ja, ich hoffe, jetzt ist das richtige Tor aufgegangen. Klar, ist das richtige Tor aufgegangen. Ich hätte es natürlich in seine Grundform zurück deklinieren müssen. Naja, habe ich nicht gemacht, habe ich keine Ahnung. Kenne ich mich ja nicht auch. These munitions must be from the Middle Ages. Ja, lass mich da was mitnehmen von. These munitions must be from the Middle Ages. Ich kann es anklicken, also muss es eine Bewandtnis haben. These munitions. These munition. Ja. These munition. Ich weiß, Ellen, ich weiß. Na gut, wir vertrödeln keine weitere Zeit. Auf geht's. I'll have to be careful. Only one of these passages will lead me to Dracula. Ja, und ich denke, ich habe gerade herausgefunden, welcher. I need to find a... Okay, was? I need to find a way to be sure that there's no danger in venturing into this gallery. Ah, okay. Keine Gefahr. Was ist denn, wenn ich den Geigerzähler nochmal raushole? I need to find a... Okay. Ich werde das einfach nochmal machen. Des... Oh... ja. Io. I. Nein, das war falsch. Das war falsch, von vorne. Des... O... Oder O-L. O-L. A... T... Und O. Und dann eigentlich, ja. Okay, ich bin überfragt. Ich habe doch jetzt eins dieser Tore aufgemacht. In Latin,
Desolatio means despair. Yeah, yeah. This word might hold the key to... Follow the path. Ich hab Verzweiflung eingegeben in hier dieses Keypad und dann hab ich... Hat sich die Tür zur Verzweiflung geöffnet. Ich weiß gar nicht, was du hast, Ellen. Das ist der richtige Weg. I need to find... Offensichtlich. Meine Güte, ich habe auch absolut gar nichts dabei, womit ich hier irgendetwas überprüfen könnte. I could use these cannonballs as decoys to detect traps. Ah, schlau, hast du dir gut ausgedacht. Dann werfen wir da mal ein paar Kanonenkugeln rein. I was right to take my time. This path is a trap. There's not much time left, Ellen. Your strength is failing you. Das ist aber nicht okay. Dieser Pfad war eine Falle. Was ist denn jetzt, wenn ich das nochmal mache einfach? Oder ist das die... Ach ja, warte mal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu schreiben. Vielleicht hängt es ja davon ab, wie ich das schreibe hier, das Wort. Also fangen wir mit dem an. Habe ich halt ein Problem. Da muss ich nämlich so weitermachen. Und dann brauche ich eigentlich Latt. Ja, ich brauche Latt. Aber dann habe ich kein I. Hier ist nämlich kein einzelnes I. Ich verstehe das Rätsel, glaube ich, noch nicht. Oder muss ich ein anderes lateinisches Wort eingeben? Was zum Beispiel... Ja, ich weiß nicht. Sicherheit bedeutet. Oder sollte ich die anderen probieren einfach mal? Habe ich Viam? Kann ich hier Viam? Via und... Nö, Viam geht nicht. Ich habe kein M. Hier ist kein M für mich. Sekuti. Vielleicht ist Viam ja auch gar nicht richtig. Vielleicht muss ich Vian eingeben. Habe ich auch nicht. Okay, warte mal. Sekuti. Lass mich ganz kurz gucken. Habe ich überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Hiermit habe ich nicht angefangen. Ich habe das hiermit angefangen. Ich habe nicht mit diesem D angefangen. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. D so hätten wir hier. Habe ich was mit L los? Geht klar. Lay, Lat. Aber dann habe ich kein IO. Das heißt, das ist nicht das, was ich will. Ich will wahrscheinlich eine DES. Dann habe ich das hier quasi. Hier unten ist DES, jetzt habe ich hier DES. Das heißt, ich kann so weitermachen wie letztes Mal. Da habe ich, glaube ich, hier gedrückt. D, so. L. Und dann A. Und dann... Tio. Okay. Desolatio. Okay. Es kam tatsächlich darauf an, die richtige Kombination zu finden. Jetzt ist das rechte Türchen aufgegangen. Da werfen wir die nächste Kanonenkugel rein. Hey, das sah gut aus. Cool. Ich habe das Rätsel gelöst. Ich bin ja stolz auf mich. Wunderbar. I hope I'm not mistaken. Ah ja, wenn nicht, dann... Ich bin da noch hier. Also, ich lade dann einfach neu. Cool. Sau cool. Ich bin ein Latin Lover. Hast du das gesehen? Ein Latin Lover. Wo ist er? Wo ist der? Wo ist der? Da, da oben. Latin Lover. Ja, ist das nicht ein Titel? Für einen rassigen Spanier zum Beispiel. Auf den Spuren von Orpheus. Ja, ja, mal sehen, was das ist. Geht steil runter. Dann nehme ich mal meine einzige Waffe in die Hand, die Brechstange. Ja, die hat schon in anderen Spielen Wunder gewirkt. Warum nicht auch hier? Und das ist wirklich geil hier. Diese Höhle mit, und jetzt bin ich mir nicht sicher, die an der Decke hängen, heißen die Stalagmiten oder Stalaktiten? Und innen drin ein riesiges Schloss. Wahrscheinlich war die Decke mal komplett glatt und das ist schon so lange hier, dass die nachträglich gewachsen sind. Und die fallen mir bestimmt gleich alle auf den Kopf. Oh mein Gott.
You've chosen the right path, Ellen. But now, you'll have to pay to cross. Wer ist das da? Du hast mit mir telefoniert. Hallo? Okay. Du bist noch zu schüchtern, um mit mir zu reden. Ich wünschte, ich hätte eine echte Waffe dabei. Dann könnte ich dich über den Haufen ballern, dein Boot nehmen und einfach weiterfahren. Also muss ich mich anscheinend hiermit beschäftigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was sagt mein Tagebuch? Außer, dass ich ein Latin Lover bin. An einem der schönsten und schauderhaftesten Orte, die ich jemals gesehen habe. Absolut. Um zu diesem in Stein gemeißelte Schloss zu gelangen, überquerte ich einen großen See. Ein wahrer Abstieg in das Reich der Toten. Du hast sie noch nicht überquert, aber du hast recht. Wir sollten eigentlich hier den Fährmann nicht bezahlen. Das habe ich in dem Lied gelernt. Ja? Den soll man nicht bezahlen. Aber wir haben wohl keine... Oh cool. Klauen. Wir haben wohl keine Wahl. These flasks look like syringes. If I have to pay my passage with my blood, I won't have the strength to continue. Ja, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Blut. Wo ich immer noch der Meinung bin, wir sollten das einfach trinken und nach Hause gehen. Ja, besseres Blut als Draculas Blut findet man nicht. Okay. Wieder eins dieser Rätsel, ohne Erklärung, wo ich eigentlich, ja, wir klicken einfach mal hier drauf. Okay. Ich sehe schon, was das ist, anscheinend. Dass die Spritzen können verschieden viel Blut halten und ich muss, was muss ich eigentlich? Muss ich alles Blut in eine davon tun? Ich muss... Ja, warte mal. Muss ich das hier zum Leuchten bringen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier oben? Das ist die Verbindung von hier nach da. Ich kann also das Blut so hin und her schieben, wie ich will. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das Ganze? Wofür tue ich das? Ich tue jetzt mal ganz viel Blut da rein und ganz viel Blut unten rein. Dann ist oben komplett leer. Was ist meine Aufgabe? Kann mir das jemand erklären? Was sagt mein Tagebuch? Adam und das Porträt finden. Ja, vielen Dank für diesen... die Höhle durchqueren. Okay, jetzt weiß ich, was du von mir willst. Das ist natürlich völlig klar. Ja, warte mal. Das ist nur also hier halb, eins und anderthalb. Die Anzeige dafür. Haben diese Pfeile hier was zu bedeuten? Leuchten die, wenn ich hier gewisse Mengen an Blut irgendwo einfülle? Die sind ausgegangen hier unten gerade. Okay, die sind ausgegangen. Das ist ein guter Hinweis. Die sind ausgegangen. Dann werde ich jetzt die hier wieder da hochpacken. Und die nach da. Die nach hier. Ja, das hat wieder nichts gebracht. habe ich nicht drüber nachgedacht, nicht ausreichend. Jetzt habe ich ja im Prinzip nur den Teil, der hier unten drin, der reinpasst, da oben. Aber anscheinend muss ich so lange hier rumdrücken und herausfinden, wie viel Blut wo rein muss, bis die Dinger hier rausgehen. Ja, das ist ausgegangen. Das ist cool. So soll es sein. Also versuchen wir jetzt rauszufinden, wann das hier ausgeht. Wir können ja einmal so viel reintun wie hier. Geht nicht aus. Okay. Es geht auch nicht aus, wenn es voll war. Dann bleibt noch... wir gehen mal von hier nach da. Dann könnte ich das da mal probieren. Ob ich das da hier reinbekomme. Bekomme ich denn das da noch drauf? Nee. Okay, aber interessant. Jetzt habe ich hier anderthalb quasi. Ja, das bringt mir nichts. Das bringt mir gar nichts. Ich gehe jetzt mal von...
Ja, das ist alles ein bisschen redundant hier, was ich hier gerade mache. Das ist ausgegangen. Das ist, glaube ich, dieses Standardrätsel. Du hast einen Becher mit 5 Liter Wasser und einen Becher mit 3 Liter Wasser oder wo so viel reingeht und du sollst es so umfüllen, dass du in einem 2 oder 4 hast oder irgendwie sowas. Nur halt mit ein paar mehr Dingern und ich weiß nicht, wie viel wo rein muss. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger dadurch, aber hey. Ich glaube, der Trick... Ich glaube, der Trick... Wir machen das nochmal und schieben das nochmal hoch. Ja, dann haben wir wieder den Zustand hier, den ich schon kenne und der mir nicht viel hilft. Okay. Immer noch keins ausgegangen. Immer noch nicht ausgegangen? Okay. Wenn ich das jetzt noch da gieße, dann bleiben wahrscheinlich 3 übrig. Ja, das bringt mir nichts. Also machen wir so. Und gießen das hier nach da um. Ja, das ist dann voll. Das hilft also auch nicht viel. Das war relativ nutzlos gerade. Jetzt habe ich ja wieder den Grundzustand hergestellt. Das nach ganz unten, es ist voll. Was ist der Ziel oder das Ziel dieses Spiels? Wie viel muss ich wo einfüllen? Und wo finde ich das heraus? Ich sollte, glaube ich, mal zählen. Ich glaube, ich sollte die mal zählen. Also das ist eine 1, 2, 3, 4 gehen hier rein. Hier gehen 2 rein und hier geht 1,5 rein. Wenn 1,5 hier unten drin sind, ist es voll. Oder geht's aus? Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wann die anderen ausgehen. Hier sind jetzt 1,5 drin. Knallen wir die da mal drauf. Jetzt habe ich wieder das Standardproblem. Lass mich noch mal ein bisschen testen hier. Das schieb ich nach oben. Das schieb ich nach hier. Dann schieb ich hier ein paar runter. Dann habe ich hier 1,5 drin. Das hilft mir nicht. Ich hatte doch eben mal ein halbes. Wie habe ich ein halbes hinbekommen? Ich hatte irgendwie ein halbes hinbekommen. Und ich nach hier... Oh, guck mal einer an. Jetzt habe ich hier 1. 1 ist doch auch nicht schlecht. Aus 1 kann ich ein halbes machen. Wir machen jetzt mal ein halbes. Wenn ich das da runter tue, dann passt da ein halbes rein. Ja, das hilft mir aber, glaube ich, nicht. Aber warte mal. Warte mal, 1? Geht das bis hier? 1,5 gehen hier noch dazu. Wir machen jetzt das da oben mal da rein. Okay. Jetzt habe ich hier 1,5, hier 1,5 und hier 1. Wenn ich jetzt dieses, ich will eigentlich die beiden nach da schieben. Das klappt ja so nicht. Weil da würde ein halbes übrig bleiben aus einem von denen. Deswegen bewege ich das hier nach da unten und das nach hier. Jetzt habe ich noch... Ach, es ist ausgegangen. Es ist ausgegangen. Meine Güte. Also 1,5. Und hier 1,5. Ich habe Blut. Warte mal, wie viel Blut habe ich denn? Das wären 2 zusammen. Das heißt... Also wenn's erfüllt ist. Ne, warte mal. Ich habe Blut. Ich zähle jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich habe insgesamt 4 CL oder was auch immer. 4... Ja, wahrscheinlich CL. 4 CL Blut. Wenn hier unten 1,5 drin sind und da oben 1,5, dann habe ich gewonnen. Achso, ich muss einfach nur das noch da unten machen. Ja klar, weil wenn 2 stimmen, dann stimmt das dritte auch. Automatisch. Darauf wollte ich hinaus, deswegen habe ich sie gezählt. Ah, wunderbar. War doch einfacher, als ich gedacht hatte. Habe ich mir unnötig Gedanken drüber gemacht. Kann ich jetzt mit dir fahren vielleicht? Oh mein Gott. Was ist das denn? Steine.
cool. Das Boot ist hier. Hier sind Explosionen und Punkte. Und was passiert, wenn ich jetzt hier drücke? Okay, gut, cool. Nach oben. Ah, okay, ich kann hier hin und her fahren mit. Ich will wahrscheinlich nach da unten, oder? Okay, geht nicht. Muss ich hier hin? Mich abholen kommen? Ah, okay. Geht nicht in jede Richtung, oder wie? Hoch. Nein! Das wollte ich nicht. Dann hole ich mich ab. Das ist doch hier, mich abholen. Au. Okay. Das war nett. Aber gut. Okay, da komme ich nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Hochinteressant. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue und ich habe keine Ahnung, warum ich es tue. Ja, und anscheinend bin ich da auch in eine Sackgasse gefahren gerade. Los, gib Gas. Wir entkommen. Wir entkommen, sag ich. Okay. Was ist hier? Ja, hier geht's jetzt aber nicht weiter. Ich muss nur testen, was das Ding hier macht. Nichts. Okay, cool. Vielleicht muss ich zu den blauen Teilen fahren. Ach so, richtig. Das erhöht ja nur den Wasserstand. Was ich cool finde. Ich glaube, das machen wir einfach nochmal. Wir erhöhen jetzt nochmal den Wasserstand. Komm, fahr zurück. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht geht. Okay, ich komme nicht zurück. Was ist das Ziel dieses Spiels? Lass mich doch nicht so alleine spielen. Lass mich doch nicht so alleine. Was ist das Ziel? Ich nehme mal an, es hat irgendetwas mit den Steinen zu tun. Ich nehme an, ich bin der Stein. Wir gehen nochmal zurück auf Anfang. Ich nehme an, ich bin der Stein. Ich will von einem Ufer zum anderen kommen. Und ich muss mal aufpassen, ob ich den verliere, wenn ich irgendwo gegenfahre, den Stein. Okay, hier habe ich ein Problem jetzt. Okay, das ist gut so. So, der Stein ist jetzt auf meinem Boot, oder? Das sehe ich allerdings nicht. Oh, 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 oh. Ja, schade, hä? Und nun? Jetzt bin ich in eine totale Sackgasse gefahren. Ja, ich bin in der Sackgasse. Also ich muss den Stein bekommen. Und rüberbringen. Das ist meine beste Schätzung im Moment. Hier komme ich nicht durch wieder. Da muss ich wieder hier runter. Holen wir uns den Stein. Wunderbar. Hoch darf ich nicht. Hoch geht's nicht weiter. Also gehen wir unten lang. Okay. Also gehen wir oben lang. Also gehen wir hier gerade... Ärgerlich. Lass doch nicht das Wasser ab. Ja, okay. Jetzt bin ich wieder in der gleichen Sackgasse. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Ich habe das doch geschafft. Warte mal, da habe ich hier vorne irgendwas gemacht, oder? Da bin ich vorher hierhin gefahren. Und habe irgendwie die Pflanzen... Ach so. Die Pflanzen sind das da. Ach, okay. Ich verstehe so langsam, was das bedeutet. Ja. So ganz langsam. Also das war gar kein schlechter Move von mir dann vorhin. Dass ich das so gemacht habe. Dass ich zuerst auf dieses orangene Teil gefahren bin. Jetzt ist die Frage, ob das nicht wieder alles rückgängig gemacht hat gerade. All das Gute, was ich vorhin getan habe. Schauen wir mal. Ich kann nach vorne. Okay. Jetzt habe ich mich doch gleich... Ich bin doch wieder in der gleichen Sackgasse wie vorhin. Okay. Ich fange hier mit an, ja? So ist schön.
Und dann gehen wir jetzt unten rum. Unten rum, sprach ich. Böses Schiff, wir gehen unten rum. Dann habe ich mir das wieder blockiert hier. Ich darf nicht beide Orangene drücken. Was ist denn, wenn ich jetzt eins der blauen nochmal drücke? Geht das dann weg? Nein. Okay. Dann drücken wir das da nochmal. Ja, und ich glaube, ich bin doch schon wieder in irgendeiner Bredouille gelandet jetzt. Aber schauen wir mal. Wenn ich jetzt unten lang gehe. Nein. Und hier kann ich auch nicht mehr hin. Und hier kann ich noch hin. Okay, kann ich wieder nach unten. Ich gehe nochmal nach unten. Okay, cool, da komme ich weiter. Habe ich jetzt gewonnen? Nein, da komme ich nicht rein. Du kommst hier nicht rein. So, da komme ich jetzt immer noch nicht rein. Was ist denn, wenn ich da oben auf das Blaue drücke? Mehr Wasser, so ist gut. Ja, so ist gut. So gefällt mir das. Und gib Gas, gib ihm Stoff. Hier oben drauf. Damit das da wieder weggeht und dann kommen wir weiter, oder? Oh yeah. Ich hab gewonnen. Ich hab keine Ahnung, was ich getan habe, aber ich hab dich ausgetrickst, böse Frau. Auf dem bösen Boot. Oh mein Gott, du warst nie hier. Das erspart uns einen weiteren Dialog. Oh mein Gott, das sieht wirklich geil aus hier drin. Das gefällt mir, das gefällt mir. Und nun fahren wir hier hin, steigen aus und betreten Draculas Thronraum, wo er Audienzen hält. Uiuiui. Arme Leute, was tragt ihr denn? Ist das eine Schale mit Feuer drin? Das hat aufgehört zu brennen. Das brennt noch. Interessant, magisches Feuer, das nicht mehr flackert. Endlich hat, also Graf Dracula hat Jahrhunderte darin investiert, nicht flackerndes Feuer für seine Leseabende zu bekommen. Und er hat es geschafft. Alan. Vlad. Alan. Over here. I'll have to stay calm. He's playing with me. Ja, ich glaube, ich sollte ein paar Pillen nehmen. I'm playing with you. But will you really be able to stay calm? I'll try. That's brave, Alan. In any case, it was about time. I really thought that your strength would fail you before you could make it here. Why were you expecting me? My dear, that's not the right question. I just knew that you would come. And what have you come so far to find? Don't tell me that you're here to prevent the shadow from getting a hold of my wife's blood. You know it's not true. No. You could have come here for any number of reasons. Curiosity. Getting away from it all. Wanting to find the one who betrayed you. I couldn't care less about him. Good. You'll be happy to learn that he's at my mercy. He got trapped in the limbo that you were able to avoid. I want you to recover my portrait. He brought it. Haben wir gerade Dracula getroffen, einfach so? Und um die Frage zu beantworten, Dracula. Wir sind hier, weil wir nichts Besseres mit unseren letzten Tagen anzufangen wissen. Das ist mein offizieller Grund. Akzeptieren, verweigern, also wenn ich es verweigere, könnte er mich einfach umbringen. Wenn ich akzeptiere, dann bin ich ja ein jämmerlicher Ja-Sager. Also müssen wir mit ihm verhandeln. Wir verhandeln mit dem Fürsten der Finsternis. Natürlich. Wir sind schließlich eine starke Frau der 80er Jahre. You want your portrait, the one I restored. And what can you offer me in exchange? You've got some nerve.
Well, what would you like? Oh, hätte ich gerne Adam? Oder würde ich gerne überleben? Sie hat gerade schon gesagt, Adam interessiert sie nicht im geringsten. Das könnte natürlich nur eine Lüge sein, nur eine Fassade. Aber, wir haben viel dringendere und wichtigere Probleme als diesen Kerl, diesen Leiter eines Geheimkultes, der mit uns geschlafen hat, nur damit er unser scheiß Bild klauen konnte. Warte mal, nee, der hat danach mit uns... Ist auch egal. Auf jeden Fall ist Adam nicht meine Top-Priorität im Moment. Wir hatten nicht die tolle Liebesgeschichte, die das rechtfertigen würde. Also ich will gerne noch ein paar Tage, ein paar Sonnenaufgänge sehen. Wie wäre das? You're right. That's your survival instinct talking. I'll think about it. For the time being. Obey! Bring me my portrait, Ellen. Na, wer hat da die Hosen an, hä? Ich denk drüber nach, kleines Mädchen. Oh, hallo. Ein Skelett. Aber zuerst Geräusche. Wo muss ich überhaupt hin, um dir zu gehorchen? Du überforderst mich, Graf Dracula. Ja, sieht gut aus hier. Ja, ich habe echt keine Ahnung, was soll ich jetzt machen hier. Ich dachte, ich gehe hier hoch, ich dachte, ich gehe hier rein. Finden wir nächstes Mal heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, bis nächste Woche.